Willkommen zu einem neuen Video von mir. Falls ihr gerade irgendwie neu auf meinem Kanal seid, mein Name ist Vanessa, ich bin 22 Jahre alt, studiere Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck und ich mache mega viele Videos, dreimal die Woche, um genau zu sein, rund um mein Leben, Produktivität, Persönlichkeitsentwicklung. Aber ich nehme euch grundsätzlich einfach in meinem Leben mit und falls ihr Lust darauf habt, mehr zu sehen, dann abonniert mich mega gerne. Ich dachte mir, ich arbeite mal eine Vorlesung mit euch nach. Ich bekomme super viele Fragen, wie ich das mache, ob ich Tipps habe. Und dann dachte ich mir, ich nehme euch einfach mal wirklich mit. Vorlesung oder besser gesagt eine VU. Eine VU ist eine Vorlesungsübung. Das heißt, man hat so ein bisschen schulischen Charakter mit dabei. Man hat Anwesenheitspflicht, man muss mitarbeiten, man hat Hausarbeiten abzugeben und ganz, ganz vieles. Also das ist auch von Uni zu Uni unterschiedlich. Bei manchen VUs hat man gar keine Anwesenheit, aber diese VU schon. Bei der VU ist es auch super wichtig, dass man mitarbeitet und dass man immer auf dem neuesten Stand ist. Und ich muss auch sagen, ich schreibe auch nicht bei jeder Vorlesung mit oder bei jedem Pro-Seminar. Aber bei denen, wo es wichtig ist, da schreibe ich mit. Und genau, da zeige ich euch einfach, wie ich das mache oder wie ich mich einfach dann so organisiere, dass ich alles auf einem Überblick habe und falls ihr ein paar Tipps braucht dafür oder einfach ein bisschen Motivation, dann bleibt gerne dran und dann zeige ich euch das, wie ich jetzt meine Vorlesung nacharbeite. Das Wichtigste ist natürlich ein cozy Arbeitsplatz, der gut aufgeräumt ist. Ich verwende das iPad Air 4. Generation mit den Apple Pencil 2. Generation. Dann habe ich hier das MacBook Pro. Das sind so meine Hauptbestandteile im Studium. Ich komme super zurecht mit denen. Dann habe ich noch eine externe Tastatur. Damit schreibe ich einfach, wenn ich beim iPad arbeite. Ich habe dann noch so eine Laptop-Erhöhung. Alle Sachen sind immer in der Infobox verlinkt. Und eine Maus, das ist mal alles, was ich benutze. Eine Wasserflasche, einen Kaffee, eine Kerze und ein Buch. Dieses Semester habe ich auch die App Notion für mich entdeckt. Ich kann euch mal mein Video, mein Notion-Setup in der Infobox verlinken. Genau, ich schreibe nämlich hauptsächlich jetzt bei Notion. Das ist einfach eine Notizen-App, die super, super praktisch ist. Aber wie gesagt, ich habe da ein eigenes Video dazu gemacht. Dann heute geht es um das Modul Wirtschaft integrativ verstehen. Wie ihr seht, habe ich da meine Mitschriften. Also ich habe hier Mitschrift von jedem Seminar. Und das sieht auch dann immer so aus. Also da war jetzt nicht so viel zu mitschreiben. Oder hier zum Beispiel ist das immer mega organisiert und ja, ich finde, mit Notion ist das super praktisch, weil man hat einfach einen richtig, richtig guten Überblick über alles. Und genau, so sieht das Ganze aus, wenn ich es schon nachbearbeitet habe. Und so sieht das Ganze aus, wenn ich es nicht nachbearbeitet habe. Während der VU hat man nämlich, also bei mir ist es so, dass ich gar keine Zeit habe, das irgendwie schön zu gestalten. Ich schreibe einfach immer ganz, ganz schnell mit und mache das dann danach einfach. Ich habe auch gemerkt, dass das super ist, um nochmal alles so ins Gedächtnis zu rufen, wenn ich das danach nochmal mache. Dann lese ich mir das alles einfach nochmal durch und gestalte es schön. Dadurch, dass ich das mache, ich habe das auch erst dieses Semester angefangen, merke ich einfach, wie krass viel hängen bleibt bei mir von der VU. Die VU geht jede Woche 3 Stunden. Das heißt, da ist ziemlich viel Input immer und wir haben ein Buch, das wir lesen müssen. Und zwar die Donut-Ökonomie. Und genau darum geht es eigentlich hauptsächlich. Dazu kommt noch, dass wir nächste Woche eine Prüfung haben in dem Modul. Ich weiß zwar nicht genau, wie ich darauf lernen soll, weil der Prüfungsstoff ist eigentlich das Buch. Und ja, schon. Also da kann man gefühlt alles fragen dann. Ich mache das so, dass ich hier auf dem iPad, so ist übrigens mein iPad aufgebaut, dass ich hier die Vorlesungsfolien öffne und hier schreibe ich dann einfach mit und ergänze das, was ich zum Beispiel nicht geschafft habe, raufzubringen. Grundsätzlich gilt eben, dass ich das nicht für jede Vorlesung mache. Ich finde, das ist auch unnötig, wenn man sich krampfhaft danach hinsetzt und irgendwas zusammenfasst, wenn es vielleicht schon gute Zusammenfassungen gibt. Da muss man einfach immer ganz individuell schauen. Ich kann euch da jetzt auch nicht sagen, bei der Vorlesung oder bei dem Seminar müsst ihr mitschreiben oder keine Ahnung. Das muss jeder selbst irgendwie entscheiden, ob es schlau ist, mitzuschreiben, ob es schlau ist, eine Zusammenfassung zu machen, nacharbeiten und so weiter. Bei der ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, deswegen mache ich das auch. Was ich euch auch für einen Tipp geben kann,
versucht mal so ein bisschen darauf zu achten, wie lange ihr dafür braucht, damit ihr einplanen könnt. Ich schreibe mir dann zum Beispiel in meinen Kalender rein, ich brauche da ungefähr immer eine Stunde, je nachdem, wie viel ich aufgeschrieben habe. Und schreibt dann und blockt mir dann einfach diese Stunde irgendwo in den Kalender rein. Weil wenn man keinen Plan hat, wie lange man braucht, dann kann man komplett verfehlen irgendwie und bekommt dann einen Stress. Das kann ich euch eh bei jedem Task, was ihr für die Uni habt, empfehlen, dass ihr wisst, wie lange ihr braucht, ungefähr. Und dass ihr euch einfach so ein bisschen beobachtet, okay, wie lange brauche ich für Literatur raussuchen, wie lange brauche ich für einen Essay oder keine Ahnung, dass man einfach so ein bisschen ein Gefühl bekommt, um dann besser planen zu können. Mein Basic-Tipp, falls ihr meine Videos verfolgt, dann wisst ihr diesen Tipp oder dieses Ding, was ich jetzt sage, wahrscheinlich. Mein Handy ist natürlich immer auf Flugmodus oder ich schalte einfach Fokus ein. Also Apple hat ja jetzt, oder auf dem iPhone ist ja jetzt so eine Funktion mit dem Fokus, was ich mega praktisch finde. Ich nehme euch mit einem Screen Recording mit. Ich dachte mir, irgendwie wäre das ganz cool. Und falls ich irgendwas zu sagen habe, nehme ich euch mit einem Voice-Over mit. Aber das Video ist wie ein Study with Me so aufgebaut, dass ihr nebenbei mit mir arbeiten könnt. Und ich würde sagen, let's do this. Es ist jetzt 14:45. Ich bin gespannt, wie lange ich brauche. Und lasst uns zusammen ein bisschen produktiv sein, egal wie spät es bei euch ist. Oder egal, wann ihr das Video anschaut, wenn ihr jetzt gerade noch eine Stunde Zeit habt und euch denkt, ich hätte eigentlich noch so eine Sache, die ich jetzt machen müsste, dann macht das einfach jetzt mit mir zusammen. Ich kann euch vergewissern, dass ihr euch danach richtig, richtig gut fühlt. Wichtig beim Zusammenfassen ist mir immer, dass ich mit einem Blick die wichtigsten Informationen entnehmen kann und auch gerne lerne. Das heißt, ich arbeite mega viel mit Farben. Also wie ihr seht, hier habe ich die Farbe Grün genommen und da habe ich auch alles in der Farbe Grün gestaltet. Also die Überschriften oder die Überschriften habe ich auch grün gestaltet. Und ich mag das auch gerne, wenn ich so mehrere Stichpunkte zusammenschreibe, dass ich es so vergleichen kann. Und auch ein Tipp bei Notion, man kann das, was man geschrieben hat, mega easy so gegenüberstellen. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel so Sachen vergleiche, dann mache ich das richtig gerne, dass ich einfach das eine neben das andere schreibe, sodass man den Vergleich mit einem Blick gut sehen kann. Und genau diese kleinen Pfeile da, die finde ich auch super praktisch, weil dann ist es nicht so ein Klotz, der da ist, sondern man kann dann den Pfeil runterdrucken. Also wie ihr seht, bei Gruppenaufgabe oder bei Antwort zum Beispiel, wenn ich jetzt da draufklicke, dann komme ich zur Gruppenaufgabe und sehe, was ich da als Antwort geschrieben habe, weil es ist jetzt nicht so wichtig für die Zusammenfassung, aber ich möchte das trotzdem drinnen haben, damit ich weiß, was wir da gemacht haben, und das finde ich auch richtig praktisch bei Notion. Ich habe jetzt wirklich einfach nur 20 Minuten, glaube ich, gebraucht. Also ich war jetzt echt mega schnell. Ich muss aber auch sagen, dass ich echt schon im Unterricht viel mitgeschrieben habe und die Ausarbeitung jetzt echt nicht viel war. Was aber nicht schlecht ist, also ist eh richtig gut. Und zwar sieht das jetzt so aus. Ich habe euch, glaube ich, eh ein bisschen mitgenommen und gezeigt, was ich so verändert habe, wie ich das Ganze gestalte. Ich versuche einfach, dass ich nicht weit runter scrollen muss, weil ich gemerkt habe, dass es mir einfach fürs Lernen einfach einfacher fällt, wenn ich alles auf einen Blick habe. Und genau, dass ich da einfach so sehe, so vergleiche, wenn mal irgendwas verglichen wird, wie hier zum Beispiel die neoliberale Sicht mit der eingebetteten Ökonomie im Gleichgewicht verglichen wird. Und so habe ich das mega gut auf einen Blick. Dann habe ich noch eine Aufgabe erledigt, die müssen wir bis Dienstag abgeben. Da haben wir noch so, also wir haben da eine Multiple-Choice-Frage selbst entwerfen müssen. Die habe ich jetzt gemacht. Und genau, ja, das ist jetzt echt nicht viel. Und so ist es bei mir eben organisiert. So sehe ich das jedes Mal, weil der Professor fragt zum Beispiel,
ob wir uns vielleicht an die erste VU noch erinnern können. Das war letzte VU, hat er gefragt, was wir denn in der ersten oder in der zweiten VU gemacht haben. Und ich habe dann einfach ganz schnell nachgeschaut und habe hier die wichtigsten Sachen aufgeschrieben. Und das war echt ein kleiner Lifesaver. Also manchmal ist es echt richtig gut, wenn man das ein bisschen mitschreibt. Und hier schreibe ich auch die Zusammenfassung von der Donutökonomie, also von dem Buch, damit ich da auch einfach immer schauen kann, was ist da so passiert, was ist hängen geblieben. Da ich jetzt aber ein bisschen früher fertig bin und ich gerade gesehen habe, dass ich das Kapitel 3 für das Buch noch nicht wirklich schön gestaltet habe. Also da habe ich auch einfach, ich mache das immer so, dass ich das Buch lese und dann schreibe ich mir hier einfach hin, was ich gerade so in dem Kapitel interessantesten gefunden habe oder mir denke, okay, das könnte relevant sein. Und hier seht ihr zum Beispiel Kapitel 3 ist einfach jetzt so ein Klotz und das mag ich eigentlich gar nicht und das verändere ich jetzt auch noch. Ich kann euch auch immer empfehlen, wenn ihr zum Beispiel eine Vorlesung oder ein Seminar nacharbeitet, dass ihr das Ganze in euren eigenen Worten hinschreibt, weil dadurch überlegt ihr euch nochmal genau den Stoff und es bleibt viel mehr hängen, als wenn ihr einfach nur die Vorlesungen abschreibt. Genau. Dann kann ich euch auch empfehlen, nicht so mega lange Sätze zu machen, sondern so kurz wie möglich und das Wichtigste so kompakt wie möglich zusammenschreiben. So, das war jetzt wirklich in, ich glaube, 5 Minuten gemacht. Also das ging auch richtig schnell. Und sieht gleich viel organisierter aus und man hat viel mehr Lust daran, durchzulesen. Und genau. Ich hoffe, euch hat diese Art von Video gefallen. Ich würde mich mega freuen, falls ihr mir mal Feedback in den Kommentaren schreiben wollt. Ich kann das auch mit mehreren Sachen machen. Zum Beispiel mit einem Essay, dass ich mit euch zusammen einen Essay schreibe oder so. Irgendwie hätte ich da auch richtig Lust darauf. Und falls euch das Video in irgendeiner Art und Weise geholfen oder gefallen hat, dann lasst es mich unbedingt wissen, damit ich das weiß. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Bye!